So, meine Lieben, so sieht das Hotel aus. Wie wird es ausgesprochen? Hyatt. Hyatt. Wir sind im Hyatt Hotel und meine neue Frisur macht sich auch. Mein Bart ist auch am Start. Und ja, Sabrina und ich haben uns hier kennengelernt. Wir haben hier sehr, sehr, sehr viele bekannte Leute kennengelernt. Xzibit, Jürgen von Big Brother. Wen hast du hier noch getroffen? Die ganzen YouTuber, die was mit Gaming zu tun haben, weil wir haben immer auf der Gamescom hier gearbeitet. Und Leute, schaut euch das an. Da ist es. Ja, ich folge dir. Und wir waren hier halt so, wir haben uns gegenseitig hier klar gemacht. Und ja, alles fing an mit einem Snickers und das war schon echt witzig. Ja, mal gucken. Ah ja, ist ja nicht so schlimm. Regenschirm vergessen, weil draußen regnet es ein bisschen. Vorsicht, tiefe Stufen. Tiefe Stufen. Und ja, mal gucken, was abgeht. Arbeitssachen haben wir auf jeden Fall alle mit. Und Sabrina zeigt euch später sogar nochmal das Hotelzimmer. Also Leute, bis später. Hier sehen wir Spider-Man. Spider-Mans Frau. Wir klettern hier. Weißt du, total, ey, ganz ehrlich, ne? Die sind total dämlich, ne? Hier ist eine Treppe. Sollen wir das denen sagen? Das hier. So dämlich, ne? Ich schwör. Mann, hier ist eine Treppe, guck mal. Mann. Sabrina, ist das immer peinlich, wenn ich sowas mache. Aber ja. Was soll man machen? Kommt sie gleich hoch. Guck mal, da sind solche extra Anker, Haken in den Stein. Ach. Hier ist noch eine Skulptur von mir aus dem 18. Jahrhundert und dort drüben sehen wir auch schon den Dom. Also auf jeden Fall sind wir fleißig dabei und ich habe noch irgendwie nichts gefunden für mich. Ich habe irgendwie, ne? Hab irgendwie nicht diesen Kaufrausch. Weißt du, was ich meine? Habe ich nicht. Aber eine Frage habe ich an Sie. Verzeihung. Ja. Sind deine Eltern Terroristen? Warum? Weil du so scharf bist wie eine Bombe. So, Sabrina ist auf jeden Fall noch im Zara und ich bin rausgegangen. Ich fand irgendwie heute, habe ich nichts gefunden, was mir irgendwie so passt oder so. Keine Ahnung, also irgendwie nicht so im Kaufrausch. Und jetzt warte ich noch auf sie und dann geht es noch ein bisschen durch die Stadt, wie ihr sehen könnt. Ja, und dann mal gucken, was wir noch abkriegen. Auf jeden Fall denke ich mal, morgen hole ich noch ein paar Sachen. Fürs Shooting und dann gucken wir mal, was sich dabei ergeben wird und selbstverständlich nehme ich euch mit, also bis später. So Leute, es wird dunkel, gleich geht's ins Zimmer und dann zeige ich euch hier nochmal den Ausblick.
Er erledigt seinen Vater, ne? So, Leute, wen haben wir denn da? Ich kann nicht mehr. Was geht? So, das ist unser Muss Zimmer. Man jetzt reden? Ja, ich habe heute Bock, so zu reden. Weil ich vorhin normal geredet habe. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Fernsehen. Das ist unser Bett. Dann gehen wir mal ins. Ach, wir haben einen Ankleideraum. Ja, schaut euch das mal an. Den kann man auch so zumachen. Und dann geht auch das Licht dann aus. Und dann kommen wir ins Badezimmer. Das heißt, wenn hier jemand badet, und da kann man auch gleichzeitig duschen. Und trotzdem hat man alles im Blick. Auch beim Duschen kann man Fernsehen gucken. Sowas Geiles aber auch, ne? Dann haben wir hier Toilette. Dann haben wir hier so ein paar Shampoo, Aloe Vera und Föhn, Gesichtshandtücher, Handtücher, Seife, einen riesengeilen großen Spiegel. Und ja, für uns geht's gleich ins Hayabubuland. Wir haben auch unsere Sachen mit zum Arbeiten da. Also später wird vielleicht noch das ein oder andere noch erledigt. Und ja, auf jeden Fall habt ihr ein bisschen Köln gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Tage gibt es auf jeden Fall mehr. Morgen laufen wir noch ein bisschen durch die Stadt und schauen, was wir noch so kriegen. Sind wir jetzt im Zimmer und Sabrina ist jetzt erstmal duschen gegangen. Sie hat sich noch ein paar Klamotten geholt und ja, warum sind wir eigentlich hier? Es gibt ein paar Faktoren und zwar einmal ist es eine berufliche Sache. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen heller machen kann. Ja, funktioniert super. Auf jeden Fall, eine Webseite wird jetzt noch erstellt, ein paar neue Berufszweige werden noch dazukommen. Das muss jetzt alles fertig gemacht werden und Sabrinas Idee war vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon mal hierher zu kommen und hier Bilder zu machen. Und ich habe gesagt, ey, Köln ist eigentlich total geil und man verbindet das immer mit, dass wir uns hier kennengelernt haben vor 8 Jahren und ja, mal gucken, wie es ist. Und morgen und übermorgen, weil wir sind erst in Düsseldorf, dann sind wir wieder in Köln. Also wir fahren hier ein bisschen durch die Gegend und gucken, dass wir halt alles irgendwie unter einen Hut kriegen dieses Wochenende. Aber ich denke, das wird ganz gut klappen. Und ich muss sagen, das Hotel ist mega geil. Also wir waren ja unten, Sabrina hat so ein Club-Sandwich gegessen in der Bar. Und ich habe so einen Hamburger gegessen, war ganz lecker. Also Bedienung war super, super freundlich, da kann man nichts gegen sagen. Und ja, also man sieht halt, dass hier wirklich darauf geachtet wird, dass es einer Person sehr, sehr gut geht. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren und sagen, ah okay, es ist jetzt ein bisschen zu alt oder so, sondern es ist so minimalistisch gehalten, es ist immer noch modern hier. Obwohl vielleicht es doch ein bisschen älter ist, aber ansonsten kann ich nur sagen, es ist echt cool hier, was das Hotel anbetrifft. Natürlich ist das Zimmer jetzt, habt ihr ja gesehen vorhin, ist jetzt halt nicht wirklich mit Bildern oder so. Im Kempinski habt ihr das ja gesehen in München, bei Sabrina in der Story wahrscheinlich. Da waren ja halt solche ähnlichen Ölgemälde, das waren Tapeten, aber es sah halt aus, als wären das Ölgemälde in dem ganzen Zimmer verteilt. Und es war so ein bisschen heller, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt so ein bisschen schlechtes Wetter in Köln haben. Was heißt schlechtes Wetter? Es ist halt sehr bewölkt und aber ansonsten die Leute draußen am Rumlaufen. Wir waren in der Stadt und da waren auch ein paar YouTuber, die haben schon ihre Filme gedreht, die haben draußen mit Leuten gesprochen, haben die gefragt, hey, was kosten deine Schuhe? Wie findest du die Person? Würdest du mit dieser Person gehen? Also das war schon echt witzig, weil wenn man selber halt sehr viel YouTube guckt, sieht man halt auch, ey, ganz ehrlich, das Leuten macht das voll Spaß. Und ich finde, wir sind mittlerweile in so einer, ich würde jetzt nicht sagen Generationsumschwung, aber es kommen gerade auch sehr, sehr viele neue Leute dazu, auch sehr viele Leute, die sich echt da voll Mühe geben, bis zum geht nicht mehr. Und auch jeden Tag ein oder zwei Videos hochladen und das fasziniert mich voll. Und ich habe mit Sabrina auch gesprochen. Ich sage so, es ist glaube ich ganz gut, dass wir erst jetzt damit angefangen haben und nicht früher.
Vielleicht wäre es früher ein bisschen einfacher gewesen mit allem, aber wir haben jetzt angefangen und hätte Fahrradkette. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen musste ich leider auch umplanen. Was wollte ich noch erzählen? Genau, ein paar Sachen musste ich leider ein bisschen umplanen wegen den Videos und den Fisch und so. Da wird es auch ein bisschen alles anders sein. Und ja, aber auf jeden Fall, Sergej ist im nächsten Video auch mit dabei und das wird richtig lustig. Also darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ja, ansonsten würde ich einfach mal sagen, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn, es ist kostenlos, ja, drückt gerne die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr, wenn ich eins hochlade. Und ja, folgt Sabrina, folgt uns und Support ist kein Mord. Und ich habe halt gesehen, 60% gucken die Videos und haben es halt nicht abonniert. Und ja, ich würde einfach sagen, habt alle einen geilen Abend, einen geilen Tag oder einen geilen Morgen oder einen geilen Mittag, wenn ihr dieses Video seht. Leute, bis dahin, danke fürs Zusehen und danke für den Support. Haut rein!